Herzlich willkommen zu Erstaunlich, das Gespräch mit der Bibel. Jesus Christus, die zentrale Figur des christlichen Glaubens, Dreh- und Angelpunkt, Namensgeber, Religionsstifter. Ohne ihn würde es die Christen nicht geben. Doch hätte man Jesus selbst gefragt, ob er Christ ist, hätte er es kategorisch verneint. Jesus war Jude. Welche Bedeutung hat das eigentlich für den christlichen Glauben und unser Verständnis von Jesus als Person und seinem Wirken? Dazu begrüße ich Anatoli Uschumirski. Du leitest eine messianische Gemeinde in Stuttgart. Herzlich willkommen in unserer Runde. Du wirst sicherlich viel dazu sagen können. Ich begrüße auch Hartmut Hühnerbein, meinen Kollegen. Jesus sprach ja Aramäisch. Er selbst war Jude. Können wir als europäische Christen, sage ich jetzt mal, überhaupt wirklich verstehen, was Jesus gesagt hat? Verstehen schon. Aber ich denke, das ist schon ein Unterschied, wenn zum Beispiel ich oder ein durchschnittlicher Deutscher Dostojewski auf Deutsch liest, dann versteht er schon, um was es geht. Ja. Aber die feinen Nuancen. Ja. Es ist ja nur eine Übersetzung ins Deutsche, da geht ja vieles verloren von diesen feinen Nuancen. Es geht ziemlich vieles verloren ohne den jüdischen Hintergrund. Jetzt denke ich nicht nur eine Sprachfrage, also ich denke, dass man das vielleicht noch am ehesten überbrücken kann, sondern es ist, die Sprache hat Bilder, hinter der Sprache ist Kultur. Wenn man fragt, was ist eigentlich die Kultur eines Menschen? Die Kultur eines Menschen ist seine Sprache, das ist sein Denken, das ist seine Literatur und das ist seine Religion. Genau. Und dann ist eben Jesus von seiner Religion Jude, das war seine Kultur, das war seine Sprache, das war sein Denken. Ich glaube, dass wir Europäer dann schon Probleme bekommen. Jesus war schon in der Kultur und die Tradition seines Volkes verwurzelt. Wir müssen aber einen feinen Unterschied machen zwischen dem Judentum der modernen Zeit und dem Judentum zur Zeit Jesu. Wir müssen das nicht unbedingt automatisch übertragen. Das war also eine andere Kultur. Wenn ich so an Judentum heute denke, ich war in Israel, in Jerusalem, an der Klagemauer, ich sehe die orthodoxen Juden, ich sehe dort die Juden mit einer Kippa, die beten. Das ist das Judentum heute. Genau. Und damals? Um Jesu in seinem jüdischen Kontext zu verstehen, müssen wir etwas mehr Bemühungen machen, um eben die Kultur und die Traditionen der damaligen Zeit zu verstehen. Was heißt das zum Beispiel, dass eine, von mir aus, eine blutflüssige Frau Jesu Kleid berührt? Was hat sie berührt? Hat er Hose getragen? Wie ist er gelaufen dort? Was hat er gesprochen? Ja. Und so weiter. Also mir wird das auch immer, du hast gerade Israel-Besuch angesprochen. Nach meinem ersten Israel-Besuch habe ich auf einmal ein neues Verständnis gehabt, auch zu manchen biblischen Texten. Ich konnte aber nicht sagen, warum, sondern ich glaube, Kultur fühlt man auch ein bisschen. Absolut. Aber nun haben wir es ja eigentlich in der biblischen Botschaft mit Sprache, mit Kommunikation zu tun. Und Jesus hatte ja auch eine ganz bestimmte Form der Kommunikation. Er war sowohl Lehrer, kann man auch sagen Pharisäer, Gelehrter. Viele Jünger haben ihn als Rabbi angesprochen. Ja. Allerdings die Bezeichnung Rabbi im ersten Jahrhundert war nicht gleich der Bezeichnung eines Rabbiner im 21. Jahrhundert. Das war ein Ehrentitel. Ja. Wir wissen nicht, ob Jesus studiert hat. Das wissen wir nicht. Aber er hat unheimlich einen großen Wissen. Ich sage dann immer so, wenn mich einer so fragt, wie man das zusammenkriegt. Wenn man Zimmermannssohn ist, dann hat man das Zimmermannshandwerk gelernt. Und nun war er ja auch bei den Schriftgelehrten am Tempel zu finden und hatte ja auch Zugang da zu den Dingen. Ich habe immer gesagt, er war ein Zimmermann und ist über den zweiten Bildungsweg Gelehrter geworden. Genau. Und er hatte unheimlich viel tieferes Menschenkenntnis gehabt. Ich bewundere, wie Jesus mit so unterschiedlichen Gruppen von den Leuten sprechen konnte, genau auf eine Augenhöhe. Er spricht mit dem Zollbeamten, er spricht mit dem Pharisäer Nikodemus und er spricht mit den anderen Gruppen von den Pharisäern. Das ist ja wirklich so ein Feingefühl der Menschen, der in seinem Volk und in seine Tradition verwurzelt ist. Populus ist das Volk. Er war ein populistischer Redner. Also wenn ich so meine ersten biblischen Zugänge
mir anschaue, dann waren es die Gleichnisse, also Bilder, Sprachbilder aus der Zeit. Zu denen habe ich am ehesten den Zugang gefunden, obwohl ich nie in der Zeit gelebt habe. Ist das was typisch Jüdisches, kann man das sagen, das Reden in Bildern, in Gleichnissen? Ja, aber wenn ich heute zum Beispiel in eine Predigt beginne, mit den jüdischen Leuten über die Vögel im Himmel zu reden, dann haben sie nichts, sie können nicht viel damit anfangen. Ja, okay. Jesus redete in den Bildern, die für seine Zuhörer total verständlich waren. Also für mich ist das auch eine Form, wie man das sehen im Orient, also wie man im Orient erzählt, wo man dann Botschaften, die man hat, in Bilder oder in Beispiele einkleidet, so wie wir heute sagen, wenn ich etwas Kompliziertes erklären will, sage ich, hör mal zu, das ist zum Beispiel so. Und Jesus sagt, hört mal zu, das ist zum Beispiel wie wenn ein Vater zwei Söhne hat. Genau, und außerdem müssen wir bemerken und berücksichtigen, es war in der damaligen Zeit eine hochentwickelte mündliche Tradition. Ja. Die ganze Lehre wurde mündlich weitergegeben. Und in dieser mündlichen Tradition entstanden die bestimmten Auslegungen der Bibel. Also wenn Jesus über den Menschensohn redet, dann verstehen die Leute gleich, es geht um Daniel-Buch, den Menschensohn von Daniel. Viel Bibelwissen sozusagen, genau. Das konnte man voraussetzen. Genau, ja. Und das war normal, in diese biblische Sprache mit den Menschen zu reden. Sie wussten gleich, um was es geht. Und heute müssten wir viel mehr erklären. Genau. Und da müssen wir jetzt auch darauf achten, dass wir einfach die Begriffe, die wir benutzen, einfach erklären, auch genau, für die Zuschauer. Weil wir total säkularisiert sind. Genau. Und wir haben in Deutschland dann noch ein verschärftes Problem. Wir haben nicht nur keine jüdisch-traditionellen oder Kulturkenntnisse, und Bibelkenntnisse ist ja auch gleich null. Ja. Also das zeigt ja eigentlich dann jetzt mal unser Problem auf. Ja, so dieser jüdische Hintergrund, Jesus ist Jude, jetzt schlagen wir das Neue Testament auf und eigentlich begegnet uns da das Judentum an allen Ecken, in jedem Vers, in jedem Wort. Und man müsste eigentlich überall eine Fußnote, wie so ein Kommentar haben, so, was heißt das jetzt, was heißt das jetzt? Oder? Ja, das verstehe ich jetzt so. Und können wir mal ein Beispiel nehmen, einen Text, wo Jesus redet? Lukas 4, Vers 16. Folgende. Was haben wir da? Naja, da geht es um das Thema, Jesus wird in Nazareth abgelehnt. Und da geht es praktisch, Jesus in der Synagoge am Sabbat. Das war ja seine Heimatstadt, Nazareth. Ja. Übrigens, dass es ja ganz typisch ist, dass Jesus am Sabbat in die Synagoge geht. Er ging in eine Kirche. Ja. Scherz beiseite, damals gab es keine Kirchen. Er hat auch nicht mit seinen Jüngern irgendwo am Strand gefaulenzt, sondern er ist tief in der Tradition seines Volkes verwurzelt. Er geht in die Synagoge. Wollen wir das mal so machen, dass wir mal den Text lesen mit dir zusammen und dann mal immer mal so und dann Kommentar abholen? Ja, genau. Ja. Das ist doch spannend. Also, ich lese mal. Ja, mal. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er, wie gewohnt, das hast du gerade gesagt, am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Ist er einfach aufgestanden? War das sein? Das ist ja auch ganz typisches für die Gelehrte im ersten Jahrhundert. Ja. Sie lehrten sitzend. Überall, wenn wir über Jesus lesen, Bergpredigt oder eine andere Stelle, er lehrt sitzend. Und also dies ist jetzt eine Lehrsendung, weil wir sitzen. Genau, das passt sehr gut zusammen. Genau. Übrigens, seine Jünger saßen auch bei den Füßen von den Lehrern. Ja. Der Gamaliel und Paulus. Paulus saß bei den Füßen. Maria saß auch zu den Füßen. Richtig, von richtig. Ja. Ich würde gerne das ausführen, was heißt bei den Füßen zu sitzen. Aber vielleicht haben wir jetzt nicht dafür viel Zeit. Eine andere Stelle. Er stand auf. Und jetzt, wenn jemand, egal ob das Gelehrte war oder ganz normale durchschnittliche Jude, aus der Tora las, und er liest jetzt aus der Tora, dann steht er aus der Ehrfurcht vor dem Wort Gottes auf. Das finden wir ja auch in vielen Gottesdiensttraditionen, dass man im Gottesdienst zur Schriftlesung aufsteht. Nicht in allen Gemeinden oder Kirchen, aber bei vielen ist das so, dass man zur Schriftlesung aufsteht. Das sind die kleinen Überreste von den guten biblisch-jüdischen Traditionen, die noch bei Christen geblieben sind. Ja, ja, wobei deine Betonung jetzt ja wohl auf kleine Überreste lag. Wir haben verstanden. Ich habe es gesagt. Leider. Eine andere Frage, hatte Jesus dann auch eine Kopfbedeckung? So wie du? In dem Moment, wo er dann... Glaube ich nicht. So eine Art Kopfbedeckung, das ist eine Erfindung vom Mittelalter.
Okay. Genau. Aber damals hatten die Juden schon eine Kopfbedeckung gehabt. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise. Okay. Man bedeckte seinen Kopf als Ehrfurcht vor Gott. Okay, das konnte auch mit dem Tuch geschehen. Oder genau, einem, genau. Okay. Mhm. Genau. So, und jetzt liest er aus der Schrift vor. Genau. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Das war aber kein Zufall. Wieso war das kein Zufall? Die Sache hätte doch jetzt auch irgendeine andere Schriftrolle sein können. Ja. Nein. Die Sache ist die, es ist schon Jahrtausende Traditionen, dass die ganze Schrift ist in 52 Bibelabschnitte aufgeteilt. Das ist die Tora, die fünf Bücher Mose. Und jede Woche liest man einen bestimmten Abschnitt in der Synagoge. In jeder Synagoge wird einen gleichen Abschnitt gelesen aus der Tora, aus den fünf Bücher Mose. So nach dem Motto, die Schriftlesung des heutigen Schabbat. Genau, das heißt in Hebräisch Parashat HaShavua, die wöchentliche Lesung. Ja. Und dazu ist immer eine Portion aus den Propheten. Ah, eine bestimmte Stelle. Okay. Genau. Und Jesaja war immer dabei. Genau. Das heißt, jetzt hat ein anderer hat aus der Tora gelesen und jetzt... Genau, und jetzt kommt die Rolle von Jesaja. Und liest aus Haftarah, das heißt die Prophetenlesung. Okay. Genau. Und er liest diese Stelle aus Jesaja. Als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht. Also das, jetzt, das hat auch nicht Jesus ausgesucht, die Stelle, sondern die war auch vorgegeben. Er sollte in diesem Bibelabschnitt sein. Er sollte in diesem Bibelabschnitt sein. Genau. Und jetzt liest er das vor. Genau. Das ist, glaube ich, aus Jesaja 61. Jawohl. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. So, und jetzt kommt der Hammer, ne? Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück, ja, setzte sich und alle in der Synagoge sahen ihn an. Es ist mir so und schade. Dann kommt der Hammer, ne? Ja. Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Es ist so schade, dass in manchen Bibelübersetzungen, überhaupt in einer Bibelübersetzung, wenn man in eine andere Sprache übersetzt, gehen so viele Dinge, wichtige Dinge verloren. Dann sag doch mal, was hier jetzt verloren geht. Zum Beispiel, dass er den ersten Satz, Vers 18, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Das Wort gesalbt. In Hebräisch ist das Maschach. Von diesem Wort, von diesem Wurzeln, kommt das Wort Maschiach, der Gesalbte, Messias. Der Messias. Ah, ja. Jesus hat mit anderen Worten auf sich den Titel Messias angewandt. Hier, ich bin der Gesalbte. Gott hat mich gesalbt und dann kommt es, die Aufgabe von den Messias, von den Gesalbten. Mhm. Und dann kommt die ganze Aufzählung. Also das ist ja kein Zufall. Also der Messias selbst bekommt die Jesaja-Rolle und liest einen messianischen Text vor. Genau, genau. Wir können sagen, dass es ein Zufall ist, aber es gibt schon keinen Zufall. Und dann aber sagt er so, und das, was ich euch jetzt hier vorgelesen habe, sitzt in Personam vor euch. Genau, das war eine totale Herausforderung. Eine Provokation. Ja, so. Das war auch ein Still von Jesus. Und nicht nur von Jesus. Das gehört, er konfrontiert hat. Das gehört oder? Wieder zu einem jüdischen Lehrstil. Die Konfrontation. Okay. Die Konfrontation im Gespräch. Auch in der Predigt. Ja. Direkt, eine direkte Art. Ja, aber das ist nicht die Sache, dass ein Christ den Juden konfrontiert. Jude darf das mit dem Juden machen. Genau, das ist eine innerjüdische Diskussion und Konfrontation. Und das ist legitim. So, deswegen bist du auch so nett zu uns und wir sind nett zu dir. Wir konfrontieren nicht so sehr. Aber also, wir leben im 21. Also wenn du noch ein bisschen Ärger willst, das können wir dir auch liefern. Aber jetzt wird das ja irgendwie ganz spannend, geht das ja noch mal weiter hier. Die Anwesenden, die wundern sich zugleich über seine Worte. Ja. Wie kann das sein, fragten sie. Ist das nicht Josefs Sohn? Jetzt holen sie praktisch diese Selbstbezeichnung, die Selbstbeschreibung Jesu, dass das alles, was bei Jesaja da steht, nun Wirklichkeit geworden ist, das holen sie jetzt runter. Nun mal langsam, du bist ja nur der Zimmermannssohn. So lese ich das. Das war für sie zu viel.
einfach zu viel zu begreifen, dass ein Mensch, der auf ihren Augen aufgewachsen ist in diesem Dorf, der Sohn von einem Zimmermann, selbst Zimmermann in Beruf, einen Anspruch erhebt, Messias zu sein. Ein Gelehrter, ja. Einen guten Mensch, einen guten Juden, ja. Aber der Messias, und das hat auch mit den messianischen Erwartungen zu tun, die im ersten Jahrhundert da waren. Ja. Also Anmaßung. Ja. Aber das war legitim für Jesus, diese Anmaßung. Und das eigentlich, im Grunde genommen, wir sind hier ganz am Anfang des Evangeliums. Ne? Das ist eigentlich so der Start. Und schon hier diese klare Aussage, es hat sich erfüllt, und der Widerstand, der jetzt kommt. Ne? Also das ist ja wirklich, das entwickelt sich eine Diskussion. Wenn man in dem Text dann weitergeht, dann wollen sie ja auch gleich mit ihm abrechnen. So, genau. Also was nicht sein darf, das kann auch nicht sein. Mhm. Und hier Anmaßung, sich als selber als Messias zu bezeichnen. Aber das ist ja auch typisch für Jesus. Überall, wo er auftritt mit seiner Predigt, findet eine Konfrontation statt. Die Botschaft ist dazu da, um den Leuten dazu zu bewegen, sich zu entscheiden. Mhm. Das ist ja wichtig auch. Er war nicht ein popularistisches Redner. Mhm. Er suchte diese Konfrontation, um Menschen dazu zu bewegen, dass sie sich entscheiden. Und da hat er natürlich, ich meine, das war ein Beispiel, aber dann geht es ja genauso weiter, gerade mit den Pharisäern. Aber dann mit denen war er ja ständig im Streit. Ja, natürlich, aber dann hatte die Gruppen doch auch, wenn ich das aufgreife, er wollte konfrontieren, dann hat er doch die Gruppen auch gespalten. Ja. Dann saßen die einen, die sagen, wir haben von seinen Wundern gehört und sagen, das könnte schon sein. Und die anderen sagen, gibt's nicht, geht nicht, ja. Ende Gelände. Mhm. Genau. Genau. Und das ist ja auch wie heute. Wenn wir die Botschaft weitergeben, diese Botschaft konfrontiert die Leute. Wir sind nicht dazu da, um die Leute zu unterhalten. Jesus war auch nicht da, um die Leute zu unterhalten. Mhm. Diese Botschaft. Ja, würdest du denn sagen, dass heute in vielen Gottesdiensten die Predigten so mehr einen höheren Unterhaltungswert haben und die sollten viel mehr zur Konfrontation? Natürlich, das wäre auch ein jüdisches Element da. Mhm. Die Leute müssen eine Botschaft hören und sie müssen sich entscheiden. Gott fordert uns heraus. Ich denke noch so ein bisschen darüber nach. Sie wunderten sich ja, ist das nicht Josefs Sohn? Also die Frage der Legitimation. Ja. Offiziell hatte Jesus eigentlich keine Legitimation, oder? Es geht, wie ich schon mal gesagt habe, um die jüdische Messias-Erwartungen im ersten Jahrhundert. Und die Leute haben... Wie waren die Erwartungen? Was haben die erwartet? Es ist so, im Laufe der Jahrhunderte hatte sich entwickelt ein Bild vom Messias im jüdischen Volk. Wie der ist. Die Rabbiner lasen die Bibel und sie haben dort eigentlich etwas Widersprüchliches entdeckt. Nehmen wir zum Beispiel Jesaja. Im Jesaja-Buch geht es um einen Messias, um eine messianische Person, der auf einer Seite kommt und für sein Volk leidet und stirbt sogar. Jesaja Kapitel 53. Genau. Mhm. Auf der anderen Seite kommt er wieder als siegreicher Herr. Ah. Und aus diesem Kontext haben die Rabbiner die Idee entwickelt über die zwei Messias. So. Ein Messias, der Sohn Josef, Messias ben Josef, sollte kommen und leiden und für die Sünde seines Volkes sterben. Der andere Messias, der Messias ben David, der Messias, der Sohn David, sollte anschließend kommen und eine Erlösung für sein Volk bringen. Mhm. Und diese zwei Bilder von Messias waren immer im jüdischen Volk vorhanden. Aber zum ersten Jahrhundert, als Jesus da war, hat sich das zweite Bild überwiegend in der Gesellschaft, Erlöser, der siegreiche Erlöser. Ja, ja. Die Rabbiner haben vergessen über den ersten Messias, der Rabbiner, der Messias ben Josef, der leiden musste für sein Volk. Dann heißt das ja, also, dann, wenn ich das jetzt höre, dann kann man auch gar nicht sagen, es gab also so unterschiedliche Richtungen, auch unter den Pharisäern. Absolut. Wir in unserer, sage ich mal, in unserer Tradition, wenn wir über den Pharisäer reden, dann ist das immer so eine negative Gruppe. Dann sagen wir noch, das waren halt die Schriftgelehrten, die dann so treu waren. Aber
es gibt unterschiedliche pharisäische Schulen, also die Pharisäer waren auch keine einheitliche Gruppe. Hartmut, du hast so wichtige Frage angesprochen. Es gibt nicht die Pharisäer. Mhm. Es gab im ersten Jahrhundert 7 Gruppen von Pharisäern. Und sie hatten alle unterschiedliche Ansichten über den Messias, über die Bibel und so weiter. Da gab es noch die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung glaubten. Genau, genau. Eigentlich ist es nicht legitim, wenn wir heute über das Judentum im ersten Jahrhundert reden. Mhm. Wir müssen über die Judentums reden. Mhm. Es gab mehrere die Richtungen. Judentums. Natürlich. Super. Es gab Pharisäer, Sadduzäer, Essener. Ja. Und dann gab es Zeloten und eine kleine terroristische Gruppe unter den Zeloten, die waren die Sikarier. Und alle diese Menschen in diesem Umfeld wuchs Jesus auf. Das muss man auch berücksichtigen. Aber nun sagt ja Jesus auch an einer anderen Stelle, ich bin der König der Juden. Ja. Und Pilatus fragt ihn, bist du König der Juden? Genau. Jesus sagt, ich bin der König der Juden. Das heißt ja eigentlich eine nationale Führungs- und Leitungspersönlichkeit, könnte man ja sagen. Ja, er hat für sich diesen Titel beansprucht. Und das finden wir ja auch im Matthäusevangelium. Und da lesen wir dann bei Matthäus, Matthäus, wo ist es? 10, Vers 5, lesen wir dann ja, sagt er, im Auftrag zu seinen Jüngern, geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen, oder zu den Samaritern, geht nur zu den Menschen aus dem Volke Israel. Das heißt, als König der Juden beauftragt er seine Jünger, geht nun praktisch zu den Leuten unseres Volkes. Ein Link zum Paulus, was wir in früherer Sendung gesprochen haben, die Botschaft Juden zuerst. Römer 1,16. Ja, und jetzt also dieser absolute Widerspruch dann, wenn ich zum Ende des Matthäusevangeliums gehe und dann der Auftrag da steht, nämlich, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, so lesen wir das, Vers 18, Matthäus 28, darum geht zu allen Völkern und machet sie zu Jüngern. Und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und so weiter und lehrt sie alle Gebote halten. Das heißt, auf der einen Seite, im gleichen Evangelium, der nationale Anspruch, König der Juden zu sein. Die Beauftragung an die Jünger geht zuerst, sage ich mal, zu unseren eigenen Leuten. Mhm. Ja. Und am Schluss dann eine internationale Botschaft. Also ein nationaler König, aber eine internationale Botschaft. Ja, es ist so. Wir brauchen keine Angst haben von den Widersprüchen in der Bibel. Manche sagen, es gibt keine Widersprüche Spannungen. In der Bibel. Vielen Dank. Vielen Dank. Spannungen. Also wir Juden haben keine Angst davon. Ja. Zum Zweiten aber, es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Gott hatte von Anfang an alle Menschen im Blick gehabt. Denk bitte darüber nach. Und woher weißt du das? Sein Bund mit dem Abraham. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und das ist da, wenn Jesus jetzt seinen Auftrag seinen jüdischen Jüngern gibt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das ist nichts anderes als die Erfüllung von diesem Auftrag, was Gott einmal die Botschaft dem Abraham gegeben hat. Mhm. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Nun, wir haben in voriger Sendung auch das angesprochen, dass das Volk Israel ein Segensträger sein sollte für die anderen Menschen in dieser Welt. Ja. Ein repräsentatives Volk. Ein Segensträger und ein Tonträger für die guten Nachrichten Gottes. Absolut richtig. Wenn du Tonträger sagst, denke ich jetzt an den Namen von meiner Gemeinde, Schma Israel, höre Israel. Das ist ein Ton, ja? Ja, genau. Und Jesus handelt eben in diese Tradition. Er sagt, geht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Mhm. Israel muss zuerst diese Botschaft bekommen, daran glauben und dann diese wunderbare Botschaft des Evangeliums an die alle anderen Völker zu bringen. Und das hat Israel getan. Also in der Geschichte Gottes mit den Menschen könnte man dann ja sagen, Jesus konnte gar nichts anderes sein als eigentlich ein Jude. Weil es ja die logische Konsequenz der einzelnen Verbindung oder Bundesschlüsse immer Gottes mit den Menschen war und Jesus dann als das große
Bundesangebot. Ja, aber was ist ein Jude? Das ist auch eine gute Frage. Was ich frage mich die ganze Zeit innerlich, aber das kann auch ein späteres Thema werden. Muss ich Jude sein, um richtig über Christus verkündigen zu können? Vielleicht können wir da mal, da müssen wir vielleicht auch zum Schluss oder zu einem Resümee jetzt mal kommen. Du hast es sehr gut herausgearbeitet, dass eigentlich die falsche Erwartungshaltung oder das einseitige Denken es eigentlich verhindert hat, dass sie Jesus als Messias erkennen konnten. Das gipfelt ja dann hinterher in dem Gespräch mit dem Hohenpriester, der ihn ja fragt, bist du der Messias, bist du Gottes Sohn? Und Jesus sagt, ja, bin ich. Und dann sagt er, und auch der Menschensohn, ja, das genau. Ist ja dieses siegreiche Bild, ja. Das siegreiche Bild aus dem Buch Daniel, genau. Wird kommen mit Macht und Herrlichkeit, wo er eigentlich deutlich macht, ich bin das in einer Person, oder? Ja. Und ist das heute vielleicht auch die Problematik, wir verkünden einen Christus, der Jude ist, in einer Welt, allen Völkern, denen dieses Verständnis komplett fehlt, muss man dann nicht vielleicht auch barmherzig sein und sagen, also das konnte auch selbst der Hohepriester vielleicht gar nicht wissen. Der Hohepriester hat seine Frage total provokativ gestellt. Okay. Ja. Das war seine Position. Ja. Genau. Aber ich würde sagen, diese jüdische Seite von Jesu, sein jüdischen Hintergrund ist so wichtig für die Christen heute. Ja. Und ich möchte einen Satz wiederholen, den ich schon vorher mal gesagt habe. Wenn Jesus nicht der Messias für die Juden ist, ist er kein Christus für die Christen. Du, das war schon fast ein gutes Schlusswort. Ja. Vielen Dank dafür. Liebe Zuschauer, Jesus war ein Jude. Er kam zuerst zu den Juden, nannte sich König der Juden. Und es waren Juden, die das Evangelium zu den Völkern in der Welt brachten. Mit dieser guten Nachricht verabschieden wir uns von Ihnen. Shalom und auf Wiedersehen.